Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, und willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Mein Name ist Andrea Korczanin und heute befassen wir uns mit der Frage: Sind Jugendliche umweltbewusst? Eto, danas ćemo malo razgovarati o tome, jesu li mladi ekološki osviješteni? Hier sind die heutigen Lernziele. Sie lauten: einige umweltfreundliche Aktivitäten nennen, einem Lesetext und einem Hörtext Informationen entnehmen, die Botschaft eines Kurzfilms verstehen und über eigenes umweltbewusstes Verhalten berichten. Nakon današnjeg sata moći ćete navesti neke ekološki osviještene aktivnosti. Znači, ćete izdvojiti informacije iz teksta, odnosno slušnog teksta vezanog uz temu. Razumjet ćete poruku kratkog filma vezanog uz temu ekološke osviještenosti, te ćete ponešto reći o vlastitom ekološki osviještenom ponašanju. Was braucht ihr für diese Stunde? Ihr braucht wie immer ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Kugelschreiber oder einen Bleistift, natürlich einen Computer oder ein Handy mit dem Internetzugang. Und es ist immer wichtig zu sagen, dass ihr in jedem Moment eine Pause machen könnt, um etwas zu wiederholen oder abzuschreiben. Was kann man für die Umwelt tun? Hier sind einige umweltfreundliche Aktivitäten, ekologisch osviještene aktivnosti. Man kann zum Beispiel Abfall trennen. Glas wirft man in eine Glastonne, Papier in eine Papiertonne, Biomüll in eine Biotonne, Plastik in eine Plastiktonne und alte Batterien und giftige Abfälle wirft man in einen Spezialcontainer. Werfen in aceznaci baciti. Glagol se konjugira ich werfe, du wirfst, er sie es wirft. A riječ di tone znači spremnik, u ovom slučaju, evo, može biti kanta za smeće ili kontejner. Giftige Abfälle je otrovan otpad. Giftig znači otrovan. Das wirft man also in den Spezialcontainer. Man kann auch Strom sparen. Možemo štedjeti struju, zum Beispiel unnötiges Licht ausschalten, isključiti nepotrebno svjetlo. Auch Geräte, zum Beispiel Computer oder Fernseher, ausschalten, wenn man sie nicht braucht. Isključiti uređaje, ukoliko više ne radimo na njima, ukoliko nam više nisu potrebni, ukoliko ih ne koristimo. Das Gerät, die Geräte, dakle, uređaj. Man kann öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Možemo koristiti javni prijevoz, dakle, öffentliche Verkehrsmittel. Fahrrad statt Auto fahren. Voziti se biciklom umjesto automobilom. Zu Fuß gehen, ići pješke. Und natürlich Stofftaschen statt Plastiktüten benutzen. Koristiti platnene torbe za kupovinu umjesto plastičnih vrećica. Man kann Wasser sparen, štedjeti vodu, und Mehrwegbecher statt Einwegbecher benutzen. Mehrwegbecher, Mehrweg, evo, višekratno, to su dakle, šalice, odnosno čaše za višekratnu uporabu, kao što vidimo i ovdje na slici. A Einwegbecher su čaše, odnosno šalice za jednokratnu uporabu, poput ove plastične čaše koju vidite na slici. Dakle, kad se nešto koristi više puta, Mehrweg, a jednokratno Einweg. Ovdje su neki ključni pojmovi vezani uz temu. Umweltfreundlich, ekološki osviješten. Ako se radi o osobi, ako se radi o nekom proizvodu, onda je on ekološki prihvatljiv.
Synonym glasi umweltbewusst. No, umweltbewusst može biti samo osoba. Suprotno značenje je umweltfeindlich. Ekološki neosviješten, ako se radi o osobi, te ekološki neprihvatljiv ukoliko se radi o proizvodu. Evo, ovaj pridjev možemo označiti i ovim simbolom bombe. Julian ist 18 Jahre alt und er ist umweltbewusst. Er macht etwas für unsere Umwelt. Dazu gibt es einen kurzen Text. Im Text gibt es vier Lücken, die mit entsprechenden Wörtern zu ergänzen sind und auch zwei Bilder, die durch entsprechende Begriffe zu ersetzen sind. Macht jetzt die Pause und löst die Aufgabe. Den Text schreibt ihr bitte in eure Hefte. Evo i jednog zadatka, Julian je ekološki osviješten i poduzima neke konkretne stvari za očuvanje okoliša. U tekstu vidite četiri praznine koje je potrebno dopuniti odgovarajućim izrazima, a također i dvije fotografije koje ćete zamijeniti odgovarajućim izrazima, odnosno riječima. Zaustavite snimku i riješite zadatak. Hier ist die Lösung. Wenn er schlafen geht, schaltet er immer alle Geräte aus, zum Beispiel seinen Computer oder den Fernseher. Jeden Tag trennt er den Abfall. Glas wirft er in die Glastonne und Papier in die Papiertonne. Zu seiner Freundin sagt er, Plastiktüten sollte man in der ganzen Welt verbieten. Verbieten, zabraniti. Und zur Schule fährt Julian immer mit seinem Fahrrad oder benutzt öffentliche Verkehrsmittel. Und hier ist noch eine Aufgabe. Unter dem Link bit.ly/umwelt10 findet ihr einige Aussagen. Es wird nämlich beschrieben, was einige Jugendliche für unsere Umwelt machen, und eure Aufgabe ist zu bestimmen, ob diese Jugendlichen umweltbewusst sind oder nicht. Die Aufgabe könnt ihr natürlich auch durch Einscannen des QR-Codes finden. Und eure Lösungen könnt ihr online überprüfen. Macht jetzt die Pause und löst die Aufgabe. In einigen Familien sind nur die Eltern umweltbewusst. Darüber gibt es einen Hörtext, den ihr unter dem Link bit.ly/umwelt1 oder durch Einscannen des QR-Codes findet. Zum Text, zum Hörtext, gibt es auch einige Aufgaben, die ihr online lösen sollt, und eure Lösungen könnt ihr auch online überprüfen. No, prije nego što pokrenete zvučni zapis i riješite zadatak. Rješenja možete naravno provjeriti online. Evo vokabulara koji vam može poslužiti kao mala pomoć. Der Bioladen u množini die Bioläden je trgovina bioproizvodima. Die steigenden Verpackungsabfälle je porast otpada zbog prevelike količine ambalaže, odnosno pakiranja, die Verpackung. Der Geschirrspüler je perilica posuđa, und der Müll znači smeće. Macht jetzt die Pause und löst die Aufgabe. Jetzt schaut ihr euch einen Kurzfilm zum Thema Umweltschutz an.
Und hier eine Frage vor dem Sehen des Films. Der Film heißt nämlich 10 Cent. Und die Frage lautet, was kostet eurer Meinung nach im Film 10 Cent? Ein Einwegbecher, ein Blatt Papier oder eine Plastiktüte? Den Film findet ihr unter dem Link bit.ly/10 Cent oder einfach durch Einscannen des QR-Codes. Während des Sehens oder nach dem Sehen beantwortet ihr die folgende Frage. Welche Botschaft vermittelt der Film? Kuyuporuku Our Film Schale, die Botschaft Poruka. A. Mit Plastiktüten kann man sein Taschengeld aufbessern. Plastischen Brettschitzen man može se B. Auch mit kleinen Dingen kann man die Umwelt retten. Okoliš se može spasiti i malim koracima, malim stvarima. Es ist immer gut, etwas Geld zu sparen. Uvijek je dobro uštedjeti ponešto novca. Ide, wenn man die Umwelt schützt, hilft man armen Menschen. Štiteći okoliš, pomažemo i siromašnim ljudima. Evo, možete pokrenuti film i riješiti ove zadatke. Welche Botschaft vermittelt also der Film? Natürlich, auch mit kleinen Dingen kann man die Umwelt retten. I da odgovorimo na prvo postavljeno pitanje, was kostet im Film 10 Cent? Das ist natürlich eine Plastiktüte. Nadam se da vam se film svidio. In Deutschland gibt es eine Organisation, wo man sich für die Umwelt engagieren kann. Die Organisation heißt NAIO. Den Text darüber findet ihr unter dem Link bit.ly/umwelt11 oder einfach durch Einscannen des QR-Codes. Beim Lesen des Textes beantwortet ihr die folgenden Fragen. Die erste Frage lautet: Die Abkürzung NAIO steht für Naturjunioren, die Naturschutzjugend oder neugierige, umweltbewusste Jugendliche. Radoznali ekološki osviješteni mladi. Što dakle označava kratica NAIO? Drugo i treće pitanje je po principu richtig-falsch. In der NAIO engagieren sich nur Minderjährige. U toj organizaciji angažiraju se samo maloljetnici, izraz richtig oder falsch. I treće pitanje, odnosno navod, in der NAIO lernt man nur Theorie. Ist diese Aussage richtig oder falsch? Macht jetzt die Pause, lest den Text und beantwortet bitte diese drei Fragen. Evo i rješenja, die Abkürzung NAIO steht für die Naturschutzjugend. In der NAIO engagieren sich nur Minderjährige, das ist falsch. Und auch die dritte Behauptung, in der NAIO lernt man nur Theorie, das ist auch falsch. Man kann auch viele praktische Dinge für unsere Umwelt tun. Und zum Schluss ein paar Fragen an euch. Überlegt bitte und antwortet, transmittete und govorite. Sind Jugendliche in deinem Land umweltbewusst? Jesu li mladi u tvojoj zemlji ekološki osviješteni? Bist du eine umweltfreundliche Person? Warum? Warum nicht? Was machst du für die Umwelt? Und welche umweltfreundliche Aktivitäten findest du sinnvoll? Naveli smo, spomenuli smo odmah na početku neke aktivnosti koje su ekološki osviještene. Što toga smatraš smislenim? Što toga smatrate smislenim? Sinnvoll, smisleno.
Na samom kraju mala procjena usvojenosti današnjeg gradiva. Hier seht ihr vier Aussagen. Ich kann mindestens 8 umweltfreundliche Aktivitäten nennen. Znam navesti barem 8 ekološki osvješćenih aktivnosti. Ich kann die Botschaft eines Kurzfilms verstehen. Razumijem poruku kratkog filma. Ich kann einen kurzen Lesetext bzw. Hörtext verstehen. Razumijem kratki Text za čitanje, odnosno slušni tekst. Und ich kann über mein umweltfreundliches Verhalten kurz berichten. Znam ponešto reći o svom ekološki prihvatljivom, ekološki osvješćenom ponašanju. Evo, procijenite sami, svrstajte svoje procjenu svog znanja uz ova tri mačja lika. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind am Ende der heutigen Stunde und ich hoffe, diese Lektion hat euch motiviert, umweltbewusster zu leben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.